Yo, ich mache jetzt den Yangaruga mit The Garuga Hunters. Es ist natürlich Pflicht, dass diese Aufnahme auch gut wird. Es wäre sonst eine extreme Blamage für uns, wenn wir uns Garuga Hunters nennen. Und ja, wir kriegen den Garuga nicht auf die Reihe. Ja, deswegen mache ich ihn jetzt einfach mal. Ich grüße natürlich ganz herzlich wieder all unsere Abonnenten, Monster, Killer, Karazan, Dingens, Nagaschlachter, Akanto Killer, Claudi, Jam und alle, die sonst noch gute Videos machen. Ja, ich hoffe mal, ich krieg's hin. Ich kämpfe wieder mal mit meiner Kena Tower Rüstung und mit meinem super tollen Hammer, dessen Name mir gerade entfallen ist. Und wenn ich alle Videos fertig bearbeitet habe, werde ich erstmal die Dateninstallation neu durchführen, weil das mit den Ladezeiten ist echt nicht tragbar. So, jetzt nehme ich erstmal alles raus. Gegengift habe ich schon genug. Sonst hätte ich es auch genommen. Jetzt renne ich einfach hier toll am Strand lang. Ich mag es nicht in der Nacht zu spielen, weil da muss mir Mojo Light hier die Regentropfen laden und dann ist es etwas lame. Und er lädt, aber jetzt ist endlich die Zone erreicht, wo der Garuga sich drin aufhält. Da hinten ist er und es sieht gerade aus, als wenn ich einen extremen Speedhack anhätte, aber das ist irgendwie bei der Videobearbeitung passiert, keine Ahnung. Oh, fuck. Warum ist diese Figur jetzt eigentlich stehen geblieben? Verstehe ich nicht. So. Was macht der? Er macht einen Feuerball, das. Oh. Ich dachte, der macht nur einen. Egal. So, jetzt macht er drei. Diesmal weiß ich Bescheid. Hau ihm direkt einen Triple Pound auf seinen Schnabel drauf. Der Konga ist jetzt auch tot. Gut, nervt es nicht mehr. Jetzt schlägt er mit dem Schwanz, muss ich wohl aufladen. Und dieser Hackangriff geht mir auf den Nerv. K.O. Ich habe noch nie mit einem Super Pound eine Wyvern K.O. gehauen. Auch cool irgendwie. Und noch ein Triple Pound drauf. So, ist der Schnabel kaputt. Ne, Quatsch. Das Ohr ist ab, ist eine, oder? Und noch ein. So. Was macht er jetzt? Man sieht das so schlecht durch die Bäume. Ah, er ist zum Strand gerannt. Da hat man etwas klarere Sicht. Und Super Pound. Schnell wegrollen. Er wird wahrscheinlich jetzt wieder. Ah, ne, er wird nicht rennen. Jetzt rennt er. Ne, er macht einen Feuerball. Das heißt, das muss ich ausnutzen. Und ihn zweimal K.O. schlagen. Wo ist er jetzt? Jetzt wird er wahrscheinlich. Ja, er rennt. Aber wenn er sich umdreht, werde ich ihn schon mit einem freudigen Hammerschlag begrüßen. Oh, verdammt, das er war schneller, als ich gedacht habe. Das passiert mir hoffentlich nicht nochmal. Das war jetzt doof. Und er macht drei Feuerbälle und das nutze ich aus. Schlag ihn drauf. Es geht auf meine Katze. Pech für sie, Glück für mich. Und noch einmal, ja, jetzt hat's geklappt. Jetzt rennt er wieder mal leidlich auf. Besser zu spät als. Oh. Das war schon wieder der gleiche Fehler. Verdammt, das muss ich irgendwie mal üben. Es gibt ja die Trainingsschule und jo, wieder K.O. Diesmal beim ersten Schlag. Beim ersten Schlag ist er am allerunspektakulärsten. Und jo, jetzt haben wir noch einen drauf und ich hoffe, dann stirbt er. Jo, jetzt ist er tot. Ja, das war The Garuga Hunters, Jan Garuga. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei gehabt, es anzuschauen. Freut euch auf neue Videos von uns. Wir verabschieden uns recht herzlich und auf Wiedersehen.